Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem genialen Geldglitch hier bei Gran Turismo 7 mit einem richtig coolen Lambo VGT. Ich empfehle euch am Anfang auf Kraftstoffmischung Nummer 6 zu fahren und Setup kommt auf jeden Fall noch im Video. Ihr könnt alles genauso dann einstellen, um genau 800 LP zu haben für dieses super coole Rennen. Und dieses Fahrzeug ist wirklich richtig gut. Wer das in der Garage hat, kann gleich mit losfahren. Wer es noch nicht hat, ein Kauf lohnt sich auf jeden Fall. Macht echt Spaß, sehr viel Spaß, mit diesem Fahrzeug zu fahren. Ja, das ist auch das Gute an Gran Turismo 7. Sehr, sehr viele Fahrzeuge. Man hat auf jeden Fall sehr viel Abwechslung. Und dieses Fahrzeug ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Der Lambo VGT. In Gran Turismo 7 ist es so, wenn man ein Rennen absolut fehlerfrei absolviert, also kein anderes Fahrzeug hinten drauf fährt, kein Tuschieren von Fahrzeugen, nicht auf dem Rasen, nicht gegen die Leitplanken, keine Zeitstrafen, dann bekommt man als Belohnung einen Fehlerfrei-Bonus. Hier in diesen Rennen funktioniert ein Geldglitch, liebe Leute, und man bekommt trotz den Fehlern den Fehlerfrei-Bonus. Ja, also keine Panik, wenn mal aus Versehen ein Unfall passiert oder ihr eine Zeitstrafe bekommt, der Fehlerfrei-Bonus plus 50% vom Preisgeld bleibt erhalten. Und dieses Setup, das zeige ich euch natürlich noch, aber es ist die ganze Zeit mit den Ringreifen, ja, diesen International-Reifen. Also jetzt die Rennharten, die Rennmittel und die Rennweichen Reifen könnt ihr gar nicht drauf machen mit diesem Setup, weil sonst hättet ihr zu viel LP und könntet an diesen Rennen nicht mehr dran teilnehmen. Aber das Setup, wie gesagt, kommt noch. Und dieses Rennen ist auch sehr, sehr abwechslungsreich. Ihr startet im Hellen, dann wird es dunkel, auch interessant, hier dieses Fahrzeug bei Nacht, sieht auch richtig cool aus, gefällt mir richtig, richtig gut, ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zu den anderen Fahrzeugen und irgendwann fängt es auch mal an zu regnen, ich würde eigentlich sagen, Regenradar im Auge behalten, aber braucht ihr hier nicht, weil ihr habt die ganze Zeit diese International-Reifen. Ja, auf jeden Fall ist auch mal der Tank leer, dann ran an die Box. Hier die Bienenreifen kann ich drauf machen. Das andere, wie gesagt, funktioniert nicht. Dann werden wir jetzt frische, neue Reifen drauf machen und natürlich den Lambo auch voll tanken. Hier speziell bei dieser Rennstrecke ist, sag ich mal, der Boxenstopp echt cool gelungen. Da sieht man noch schön am Anfang, wie das Fahrzeug so reinfährt. Und dann der coole Boxenstopp hier, schnell die Reifen wechseln, das geht rucki zucki. Und dann wird das Fahrzeug auch schon aufgetankt. Ja, wir tanken den auf jeden Fall komplett voll. Und dann können wir wieder hier richtig ordentlich durchstarten. Ja, vorne die Lichter sehen auch richtig cool aus. Ja, also der Lambo, echt eine krasse Karre. Wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, aber ich empfehle dieses Fahrzeug. Echt cool. Ein Muss in der Garage für Gran Turismo 7 Fans auf jeden Fall. Und wer Lambo cool findet, der sollte sich den hier auf jeden Fall auch kaufen. Ja, und irgendwann fängt es auch richtig dolle an zu regnen. Aber das Regenradar braucht er in dem Fall eigentlich, wie gesagt, nicht im Auge behalten. Weil ihr habt ja sowieso die ganze Zeit Reifen drauf, die für Regen sind und für beides. Oder ihr macht die Regenreifen drauf, wenn es zu dolle regnet. Die beiden Reifen habt ihr halt zu Auswahl. Es regnet jetzt echt sehr, sehr stark und ich fahre auf jeden Fall an der Box ran und mache richtige, komplett Regenreifen drauf. Da vorne ist die Box. Jetzt hier, da bin ich jetzt hier über die Linie gefahren, da auch aufpassen. Dann gibt es nämlich jetzt gleich eine Zeitstrafe. Das Ganze sehen wir gleich, wenn ich die Box verlasse.
dann wird die Zeitstrafe angezeigt. Habt ihr wahrscheinlich gesehen, ich bin da über die Linie gefahren und das darf man nicht, dann wird man halt bestraft. Aber in diesen Rennen ist es ja wie gesagt egal, der Fehlerfreibonus plus 50% bleibt erhalten, dank diesem Geldglitch hier in Gran Turismo 7. Und jetzt sind wir schon an der Box, fahren ran. Die Regenreifen werden drauf gemacht und den Rest werden wir auch noch zutanken, dass wir wieder komplett volles Fahrzeug haben. So, dann verlassen wir die Box und jetzt sollte man auch gleich die Zeitstrafe sehen. Ja, die wird gleich eingeblendet, wenn wir hier draußen sind. So, da ist die Zeitstrafe. Ja, das ist passiert wegen der Linie. Auch hier beim Rausfahren, auch achten auf die Linie. Wenn ihr da rüber fährt, bekommt ihr nochmal eine Zeitstrafe. Und wenn ihr eine bekommt, hier an diesem Punkt, da werdet ihr ausgebremst, dann läuft die Zeit runter und danach könnt ihr dann weiterfahren. Irgendwann im Laufe des Rennens, auch interessant, wird es dann wieder hell. Ja, echt cooles Rennen, sehr abwechslungsreich. Ihr startet im Hellen, dann wird es dunkel, dann wird es wieder hell. Ja, es regnet, also das ist wirklich sehr, sehr interessantes Rennen, sehr, sehr abwechslungsreich. Jetzt fahren wir hier mal auf Kraftstoffmischung Nummer 1 und echt schnell das Fahrzeug, 325. Jetzt kürzen wir mal hier ab. Das Ganze zeige ich euch mal, weil dann gibt es hier auch nochmal eine Zeitstrafe. Zeit gewonnen hat man eigentlich nicht, weil man ja die Zeitstrafe wieder abbauen muss. Aber ich switch jetzt einfach mal vor hier zum Ende des Rennens. Wir haben genug Vorsprung, können hier an der Ziellinie warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Und fahren jetzt durch. Eine Stunde geht das Rennen, sehr, sehr spannend und eine gute Abwechslung zu Le Mans, was es ja auch noch gibt, oder Sadegna oder Tokyo Expressway. Und jetzt kommt das Preisgeld, 1,5 Millionen in einer Stunde. Wenn man zweimal Le Mans fährt, hat man natürlich mehr, aber hier hat man auf jeden Fall auch mal eine andere Strecke und Abwechslung. Immer die gleiche Strecke fahren, macht ja auf Dauer wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß. Und hier sieht man auch 1,5 Millionen. Der Geldglitch hat funktioniert. Normalerweise mit Fehler wären es nur 1 Million. Also wir haben hier 500.000 mehr gewonnen, trotz Fehler, dank diesem Geldglitch. Hier nochmal Bonus, fehlerfreies Rennen. Auch nochmal die Bestätigung, der Geldglitch hat funktioniert. Das Rennen findet ihr Europa, Belgien, dann Spa. Und hier habt ihr World Tourica 800. Und hier unten seht ihr schon maximale Belohnung, 1 Million. Aber ihr habt gesehen, wir gewinnen 1,5. Also hier auch nochmal die Bestätigung, der Geldglitch funktioniert, liebe Leute. Und wie ihr genau 800 LP bekommt, zeige ich euch jetzt hier mit den Lambo V12 VGT, genau 800 LP. Hier die Reifen, drauf achten. Ja, das zeige ich das nochmal. Das ist genau abgestimmtes Setup auf die Reifen. Würde ich jetzt rennharte Reifen nehmen oder rennmittel oder rennweiche sogar, müsste man das Setup verändern und hätte am Ende weniger Leistung. Ja, wir bleiben hier auf Leistung beides 100%. Ja, Leistungsbegrenzer, Motorkraftbegrenzer bleibt beides auf 100. Also volle Pulle, das ist schon gut. Dann hat man richtig viel Leistung mit diesem Fahrzeug und hat hier 800 LP. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst hier doch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich wie immer weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.